Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Willkommen zu einem neuen kleinen Video und zu einer neuen Videoreihe, die heißt König der Löwen, Löwen kämpfen gegen andere Löwentiere oder so. Wenn ihr einen Namensvorschlag habt, bitte ab damit in die Kommentare. Wie es der Titel jetzt schon mehr oder weniger verraten hat, geht es in dieser Videoreihe darum, dass wir verschiedene König der Löwen Charaktere gegeneinander antreten lassen. Dafür habe ich für die jeweiligen Charaktere so eine Art Sammelkarte gebaut, erstellt. Die Punktevergabe erfolgt durch meine subjektive Einschätzung der Charaktere. Dazu beachte ich natürlich einige Kampfszenen, die es in den Filmen bzw. in der Serie gab. Aber dazu kommen wir dann später. Wenn du dich für König der Löwen interessierst oder für die Garde der Löwen oder auch für My Pride und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren. So verpasst du keine Videos mehr zum Thema. Wo wir schon bei My Pride sind. Diese Woche Sonntag, dem 8.11.2020, kommt die nächste Folge My Pride auf Deutsch um 18 Uhr. Also, wie immer, in den Kalender schreiben und wir sehen uns dann bei der Premiere. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, habe ich vor ein paar Tagen schon eine Abstimmung gemacht, welche Charaktere gegeneinander kämpfen sollten. Und ihr habt fleißig abgestimmt. Und so gibt es heute Simba vs. Kovu. Doch bevor es nun zum endgültigen Kampf kommt, schauen wir uns mal die Punktevergabe genauer an. Bei Simba haben wir 55 Punkte im Angriff und 75 Punkte in der Abwehr. Im Angriff ist er deswegen so schwach, weil er in den Filmen fast nie angreift, beziehungsweise wenn er angreift, geht's meistens nach hinten los. Zum Beispiel, als er Timon und Pumba von Nala beschützen wollte, die beiden gerade auffressen wollte. Er griff zwar an und es gab zwar einen Kampf, aber Nala war dann doch stärker als er. Und das gleiche gilt auch für den Kampf mit Scar, wobei er da nicht wirklich aktiv angreift, sondern eher die Angriffe abwehrt. Und gegen Scar hat er im Kampf hier nicht wirklich gewonnen. Eigentlich war es ihr Glück, dass ihr Scar die Klippe runterschmeißen konnte. Das gleiche gilt natürlich auch für den Kampf mit Sira im zweiten Teil. Denn hier war Simba auch eher weniger erfolgreich. Das kann natürlich aber auch daran liegen, dass er zuvor schon einen Kampf mit Sira und ihrem Rudel hatte und er dort schon verletzt wurde. So viel zu Simba. Aber wie sieht's bei Kovu aus? Bei Kovu haben wir 90 Punkte im Angriff und 25 Punkte in der Abwehr. Die 90 Punkte setzen sich daraus zusammen, dass Kovu eigentlich sein ganzes Leben dafür ausgebildet wurde, Simba zu töten. Dementsprechend war es bei Kovus Ausbildung sicher an der Tagesordnung, das Kämpfen zu lernen. Ganz im Gegensatz zu Simba. Denn der hatte nicht wirklich ein Kampftraining. Außer man bezeichnet das als Training. Okay. Aber warum ist Kovu so schwach in der Abwehr? Das liegt daran, dass wir Kovu im Film nur ein einziges Mal kämpfen sehen haben. Und das passiert da, als Siras Rudel Simba angreift. Und wie ihr wisst, war er da beim Abwehren der Angriffe, ja, semi-erfolgreich. Aber kommen wir nun zur endgültigen Entscheidung. Wer wird gewinnen? Bei den Star Wars Sammelkarten hängt es vor allem davon ab, wer angreift und wer abwehrt. Genau gleich wie hier eigentlich. Also, wenn wir hier in der Logik des zweiten Teils handeln, müsste Kovu Simba angreifen. Das heißt 90 Punkte Angriff gegen 75 Punkte Abwehr. Hier würde Kovu klar gewinnen. Aber wie gesagt, es hängt immer davon ab, wer angreift und abwehrt. Denn würde Simba Kovu angreifen, würde Simba gewinnen. Aber wie gesagt, der Logik des Films nach ist unser klarer Gewinner Kovu. So, ich hoffe, euch hat das Videoformat gefallen. Wenn ihr noch ein paar Vorschläge zwecks neuen Kategorien habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne für das nächste Video eure Kampffavoriten in die Kommentare schreiben. Allerdings wird es dann wieder eine Abstimmung geben und die mit den meisten Stimmen kämpfen dann wieder gegeneinander. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!